Wie erging es John Brinkmann in Güstrow? Als er 1849 quasi über Nacht von Goldberg nach Güstrow übersiedeln musste, war Brinkmann 35 Jahre alt. In der damaligen Realschule fand er eine Anstellung als interimistischer Hilfslehrer. 9 Jahre später erhielt er eine Festanstellung und unterrichtete Englisch, Französisch und Latein. 1934, zum 120. Geburtstag des ehemaligen Lehrers, erhielt die Schule den Namen John Brinkmanns. In Güstrow reifte Brinkmann zum niederdeutschen Dichter. In dem kleinen Verlag Firma Opitz & Co. in der Domstraße kam 1854 die Erzählung Voss und Zwienegel oder Dat Brüden geit im heraus. Brüden, das ist ja schon sowas, was viele Leute nicht mehr wissen. Brüden, das kann man so mit Necken, Foppen, Ärgern. Wie ich mir, so ich dir. Und so wird hier in einer Kneipenrunde ein Märchen erzählt, das nicht vom Voss und Hasen handelt, sondern vom Fuchs und dem Schweinigel, also dem Igel. Und der Fuchs, der will den Igel töten, damit er was zu fressen hat, und schmeißt ihn auch in eine Kalkgrube. Aber der Igel kommt raus und sagt, dir werde ich eins ausbüchsen, und legt sich nun in die Notröhre, die der Fuchs sich gebaut hatte. Und als die Jäger kamen und ihn holen wollten, da kam er da nicht raus. Und das war eben nun, das Brüden geht um und du hätten Uhlsäten. Das ist der Spruch, der dabei kommt. Nicht? Der Igel als Eule mit all seinen Stacheln, da kam der Fuchs nicht raus, und da haben sie ihn erschlagen. Ne? Der Plauer Bildhauer Wilhelm Wandschneider hat die Szene am Wasserloch in seinem Brinkmannbrunnen am kleinen Alex festgehalten. Brinkmanns Konterfei ist als Medaillon in die Stele eingefasst. Eine Abformung von Fuchs und Igel ist in der Dauerausstellung zu Ehren des Walgüstrowers im Stadtmuseum zu finden. Dort sind auch originale Möbel aus dem Elternhaus John Brinkmanns, die dem Museum als Dauerleihgabe aus Privatbesitz zur Verfügung gestellt wurden, zu sehen. Bei Opitz kam übrigens noch die erste Fassung von Kasper Ohm und Ick sowie Fagel Grieb, eine Verbeugung vor seiner Geburtsstadt, heraus. Alle anderen Werke erschienen in Rostock, sehr viele davon posthum. Die hohe Produktivität im Schaffen des Dichters blieb nicht ohne Folgen. Am 20. September 1870 starb John Brinkmann im Alter von nur 56 Jahren. Bestattet wurde er in einem Familiengrab auf dem Güstrower Friedhof. Für die Sanierung der Anlage haben die Güstrower Platznacker ca. 4.000 Euro an Spendengeldern gesammelt. Aufgearbeitet wurden der Gedenkstein sowie die Grabplatten für seine Frau Elise und die beiden mit in der Anlage bestatteten Töchter Therese und Ellen Brinkmann. Wie Dieter Kölpin auf einem Foto von 1939 aus dem Archiv Benox entdeckte, gab es auch für John Brinkmann eine Grabplatte, die aber mit den Jahren verloren ging. Die Steinmetzfirma Borgward hat unentgeltlich eine neue angefertigt und auf der Grabanlage platziert. Neuanpflanzungen werden die Gedenkstätte bis zum Geburtstag in einen würdigen Zustand versetzen.